Corona ist so gut wie vergessen, der Sommer ist da und jetzt muss die Hornhaut weg. Auch bei uns Männern. Freunde der gepflegten Füße, in dem heutigen Video zeige ich euch 5 Möglichkeiten auf, wie ihr eure Hornhaut an den Füßen wegbekommt. Und jetzt braucht ihr mir gar nicht um die Ecke kommen und sagen, hey Daniel, als Mann, ey, ich brauche doch sowas gar nicht, ist völlig irrelevant. Nein, mein Freund, auch du solltest als Mann dich ein wenig um deine Treter da unten kümmern. Und zum Schluss des Videos gebe ich euch auch nochmal meine ganz persönliche Empfehlung. Eine Möglichkeit, seine Hornhaut zu entfernen, ist dank einer Anti-Hornhaut-Creme. So eine Anti-Hornhaut-Creme schmiert man sich einfach auf seine Hornhaut drauf, einfach in kreisenden Bewegungen die Creme über seine Hornhaut drüber schmieren. Und wenn man das macht, dann hat man auch schon direkt das Gefühl, dass die Hornhaut einfach ein wenig weicher wird. Also man hat wirklich einen direkten, spürbaren Effekt. Allerdings muss ich sagen, wenn du halt sehr dicke und sehr stabile Hornhaut hast, so wie ich, da wird das ein bisschen schwierig, dass du wirklich viel runter bekommst. Weil für mich hat es jetzt eher so angefühlt, als dass die erste Hautschicht einfach so ein bisschen abgetragen wird. Aufgrund dessen, weil die Creme halt sehr körnig ist. Und dann hat man halt so einen spürbaren Effekt, dass es halt super weich ist. Aber wenn du wirklich effektiv Hornhaut wegbekommen möchtest, dann wird es mit der Creme, ich würde nicht sagen schwierig werden, aber nicht einfach. Du musst die Creme nämlich auch 2 bis 3 Mal die Woche verwenden, um deine Hornhaut tatsächlich effektiv zu entfernen. Also wenn du zum Beispiel etwas dünnere Hornhaut hast, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wenn du eher so richtig massive Hornhaut hast, dann wird es ein bisschen schwierig. Zweite Möglichkeit, seine Hornhaut zu entfernen, ist die gute alte klassische Hornhautfeile. Die Hornhautfeile hat eine grobe Seite als auch eine feine Seite. Und mit der groben Seite kann man erstmal richtig ordentlich loslegen, wenn man da gut Hornhaut hat. Einfach mal drauf losfeilen und mit der feinen Seite macht man dann logischerweise den Feinschliff. Eine Hornhautfeile ist nicht teuer, bekommt man in jedem Drogeriemarkt. Und wenn man sich die einfach irgendwie in der Dusche oder im Badezimmer platziert, dann kann man immer mal wieder feilen und die Hornhaut einfach entfernen. Aber Leute, eins kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen. Wenn ihr ordentlich Hornhaut habt und da ordentlich feilen müsst, dann kann man schon mal ganz schön ins Schwitzen kommen. Die nächste Möglichkeit, seine Hornhaut zu entfernen, ist wohl die effektivste Möglichkeit, gleichzeitig aber auch wohl die gefährlichste Möglichkeit, und zwar der Hornhauthobel. Beim Hornhauthobel kann man sich einfach so eine neue Klinge oben auf den Hobel draufsetzen und dann kann es direkt losgehen und man kann direkt loshobeln. Und wo gehobelt wird, da fallen logischerweise auch in diesem Fall dann dementsprechend die Hornhaut. Also das geht wirklich richtig, richtig gut. Allerdings würde ich dir empfehlen, sobald du anfängst zu hobeln, einfach mal einen kurzen Stopp zu machen und zu schauen, wie viel Hornhaut der Hobel tatsächlich weghobelt. Einfach mal mit dem Finger drüber gehen, damit man so ein leichtes Gespür bekommt, wie viel Hornhaut tatsächlich weggehobelt wird, damit man sich am Ende des Tages nicht verletzt. Also wenn du zum Beispiel Fußballer bist oder Läufer bist und wirklich eine richtig dicke Hornhaut hast und ordentlich was abtragen musst, also dann kann ich dir den Hornhauthobel definitiv empfehlen. Also da kriegst du echt ordentlich was weggehobelt. Die vierte Möglichkeit ist wohl die angenehmste Möglichkeit, bei der man auch nebenbei noch was machen kann, und zwar die Hornhautsocken. Ich habe die Hornhautsocken schon mal ausführlich auf meinem YouTube-Kanal verwendet und ich kann an dieser Stelle sagen, wenn ihr diese Hornhautsocken richtig anwendet, dann wirken diese Hornhautsocken tatsächlich Wunder. Das Coole an den Hornhautsocken ist, dass ihr einfach die Hornhautsocken nur aufschneiden müsst, ja, und dann einfach über die Füße stülpen müsst. Und wenn eure Füße dann in den Socken drin sind, dann könnt ihr halt was anderes machen. Also ihr könnt ganz easy am Schreibtisch sitzen und arbeiten oder am Handy sein. Also man muss einfach nur diese Hornhautsocken anziehen, dann 30 bis 60 Minuten wirken lassen und dann wird irgendwann der Effekt eintreten, also ungefähr nach 4 bis 5 Tagen häutet sich dann langsam die Hornhaut Step by Step. Und ja, ist eine sehr effektive Variante, die man halt auch super machen kann, wenn man jetzt gerade nicht so viel Zeit hat und sich trotzdem um seine Hornhaut kümmern möchte. Also einfach die Teile anziehen, wirken lassen, fertig. Wenn ihr keine Lust habt, das Ganze selber zu machen, ja, also wenn ihr keinen Bock habt auf Hobeln, auf Feilen oder auf was auch immer, dann geht einfach zur professionellen Fußpflege. Bei der professionellen Fußpflege wird nicht nur die Hornhaut picobello gemacht, sondern tatsächlich auch deine kompletten Füße. Und ich kann das tatsächlich auch jedem Mann da draußen einfach mal empfehlen, das einfach mal zu machen. Ja? Die Frauen der Schöpfung, die machen das nicht ohne Grund so oft, also Pediküre, Maniküre. Das ist wirklich super angenehm. Danach sehen deine Füße wirklich picobello aus und das ist echt ein super schönes Gefühl. Kommen wir noch zu meiner ganz persönlichen Empfehlung, was Hornhaut angeht. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, wie dick deine Hornhaut ist. Ja? Es gibt Leute, die machen gar keinen Sport und haben eine relativ dünne Hornhaut. Es gibt Leute, die machen sehr, sehr viel Sport und haben eine sehr, sehr dicke Hornhaut. Ich gehe jetzt einfach mal von dem Beispiel
aus jemand, der viel Sport macht und eine dicke Hornhaut hat. Dem würde ich empfehlen, einfach zweimal im Jahr zur medizinischen Fußpflege zu gehen und seine Füße einfach mal picobello zu machen. Ja? Und dann würde ich auswählen zwischen Hornhautsocken oder halt dem Hobel, ja, damit man auch gut was wegbekommt, und anschließend einfach mit der Feile hin und wieder mal die Hornhaut feilen und gut ist. Also Leute, ich wünsche euch allen wundervolle Füße, viel Spaß beim Füßeln im Freibad, macht's gut, bis zum nächsten Mal.